Um physisches Gold und Silber wieder zu einem anerkannten Zahlungsmittel zu machen, möchte nun auch Missouris Gesetzgeber dem Beispiel des US-Bundesstaates Utah folgen. Zurzeit arbeitet das Repräsentantenhaus von Missouri daran, den Zahlungsverkehr mit Hilfe von Gold- und Silberkonten zu vereinfachen. So ist ein geplantes Vorhaben der Einsatz von EC-Karten, die allein durch physisches Gold oder Silber gedeckt sind. Basis dieses Vorhabens sollte die vom Staat gefertigten Gold- und Silbermünzen sein, wie der Gold and Silver Eagle. Da die Geldpolitik der Federal Reserve immer mehr auf Widerstand trifft, könnten solche Vorhaben bald auch in den anderen US-Bundesstaaten umgesetzt werden.